Morgen, heute noch aus dem Algonquin-Nationalpark. Es geht jetzt dann Richtung Ottawa. Da treffen wir dann Tims Vater. Und der wird uns noch auf 2 bis 3 Höfe mitnehmen, die wir dann heute anschauen. Und so wie es ausschaut, werden wir heute die 400 Kilometer Marke überschreiten, die wir noch an Strecke vor uns haben. See you later. Wir sind jetzt am Case-Händler hier angekommen, hinter Ottawa. Wir haben jetzt den Philipp getroffen, das ist der Papa vom Tim. Der ist mit seinen Eltern, wo er 15 war, vor 35 Jahren hierher ausgewandert. Der zeigt uns jetzt einen Zuchtbetrieb für Milchvieh. Und danach fahren wir in Richtung seiner Farm, fahren da davor oder während der Fahrt noch beim Ackerbaubetrieb bei seinem Nachbar vorbei. Und dann haben wir heute Abend auf ein Barbecue eingeladen, in seiner Werkstatt, so wie er gesagt hat. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, nach einer kurzen Fahrt von 10 Minuten sind wir jetzt hier an dem ersten Hof angekommen und schauen uns jetzt hier mal um. Wir sind jetzt hier an einem der 3 Standorte von dieser Farm und hier werden jetzt ca. 100 Kühe gemolken, frisch nach dem Kalben, und die anderen 400 Kühe sind dann auf der anderen Seite vom Stall in einem Laufstall. Also hier sieht man die trockene Kühe und die kommen demnächst zum Kalben. Darum sind die einzeln im Stall abgesperrt. Wir sind jetzt hier auf der nächsten Farm angekommen. Auf der Farm wird Sojabohnen produziert auf ca. 1000 Hektar Land. Und uns wird es vom Farmeigentümer, auch im deutschsprachigen, wird uns jetzt die Farm gezeigt, die Maschinen gezeigt und was über den Sojabohnenanbau erklärt. Ich bin gerade zur Erkenntnis gekommen, dass Soja gar nicht vegan ist. Da mit einem Fischkunstdünger gedüngt wird. Zumindest hier. Jetzt betreten wir die heilige Maschinenhalle, wo die ganzen Mähdrescher drin sind. Hier auf der Farm haben sie jetzt 3 große Mähdrescher. Wir haben uns jetzt natürlich den größten ausgesucht für unser kurzes Video. Wir zeigen sie euch auch nachher gleich noch alle von außen. Ja, hier drin ist eigentlich relativ knopfarm. Ich hätte mir eigentlich mehr Knöpfe vorgestellt, also ein Radio, relativ spartanisches Lenkrad, 2 Fußpedale, rechts ein Joystick und ja, hier noch 2, 3 Knöpfe für die anderen Armaturen. Also für einen riesen Mähdrescher hätte ich mir ehrlich gesagt mehr Technik vorgestellt hier drin, aber geil. Okay, das ist mal noch ein etwas älteres Führerhaus. Aber auch mal cool zum Sehen. Viel mehr Knöpfe als der Mähdrescher. Ja, wir kriegen jetzt einen privaten Soundcheck vom Vater. Ja.
lassen die anderen jetzt mal hier allein und cruisen raus aufs Feld und schauen uns mal so ein paar Sojabohnen an. Wie sie geschafft haben. So, wir sind jetzt auf dem Feld und schauen uns jetzt mal so eine Bohne an. Okay, der müsste. Ja, sieht man die besser, die so. Okay. Dann brechen die so auf, sobald die in Rote kommen, ne? Okay. Dann sind die, dann kannst du die, sind die hart. Ja, okay. Kann man die essen, oder? Ja, ja. Willst du essen? Ich kann es essen. Adrian, hast Hunger. Wir sind jetzt hier bei einer Viehauktion und schauen uns da drinnen mal um. Leider können wir euch von da drin keine Bilder oder Videos zeigen, weil sie das hier verboten haben. Aber wir werden danach von unseren Eindrücken im Video berichten. Ja, wir sind jetzt wieder hier aus der Auktionshalle raus. Mal ein paar Eindrücke, Inge. Oh, die Kälbli waren toll. Und das Hängebauchschwein nehme ich auch nächstes Mal eins mit. Jetzt schon zum Veganismus bewandelt oder? Nee, aber das war schon heftig. Hab sowas noch nicht gesehen. Wieso? Wegen was ist heftig? Ja, die haben gar keinen Platz und werden die ganze Zeit geschlagen. Und es geht alles so zack, zack, zack und dann werden sie verkauft und geschlachtet. Und wir sind jetzt beim Philipp auf der Farm und wir sind jetzt direkt mal in die Garage, wo er ein bisschen Barbecue hergerichtet hat. Wir sehen schon im Hintergrund lauter Tische, der Grill ist auch schon warm und ja, ich hoffe es schmeckt. Ja, wir haben jetzt hier lecker gegessen. Es gab Würstchen, Maiskolben, Kartoffelsalat, alles aus der Region. Wie hat's geschmeckt? Einwandfrei. Und jetzt trinken wir noch ein paar Apfelsaftschorle und dann gehen wir ganz brav. Ja, wir lassen jetzt hier den Abend gemütlich ausklingen, reden auch ein bisschen mit den Sojabauern und ja, schauen wir, wie lang es heute geht. Und morgen geht es dann Richtung Kingston zu den Thousand Islands. Da haben wir auch wieder 3 Stunden Fahrt locker. Und machen dann da eine Bootsfahrt eben, die geht auch 3 Stunden und haben dann dort in Kingston einen Campingplatz und wir sehen uns morgen früh wieder. Danke fürs Zuschauen und guten Morgen in Deutschland und gute Nacht bei uns.